Am Pfingstmontag ist es zu den traditionellen Finalspielen und den Siegerehrungen des Waldecker Pokals 2015 gekommen. Bei den Herren jubelte erstmals Eintracht 04 Edertal, die in einer kampfbetonten Partie gegen die SG Höringhausen-Meinringhausen gewann. Und bei den Frauen setzte sich die SG Landau-Wolfhagen souverän zum fünften Mal im fünften Endspiel gegen den TSV Korbach durch. Und diese Partie war im Grunde schon nach 8 Minuten entschieden. Nach dem 1:0 durch Antonia Liese ließ Theresa Ballard das 2:0 nach schöner Vorarbeit von Michelle Lattemann folgen. Die Nummer 13 Sarah Schütz überraschte nicht nur Korbachs Torhüterin Berger, sondern auch die Kamera, als sie einfach so aus 40 Metern das Traumtor des Tages erzielte. 3:0. Ballard wurde in der 54. Minute im Strafraum gelegt und verwandelte sicher zum 4:0. Aber noch war nicht Schluss. In der 68. Minute zog Anna Schäfer bis zur Grundlinie durch und bediente mustergültig die mitgelaufene Sarah Schütz. 5:0. Der Frust saß tief bei den Korbachern. Abzulesen war dies an der gelb-roten Karte in der 73. Minute für Judith Knipp wegen Meckerns. Und kurz darauf gewann Sabine Menkel das Laufduell mit TSV-Torhüterin Berger und machte das halbe Dutzend voll. 6:0 für die SG Landau-Wolfhagen. Bei den Herren begegneten sich mit Edertal und Höringhausen-Meinringhausen zwei Teams auf Augenhöhe. Das änderte sich nach etwa einer halben Stunde. Der Edertaler Dashmir Elmasi trat an, wurde von Sven Martin im Strafraum berührt und stürzte auffällig gut und bekam den Strafstoß zugesprochen, den er erwirken wollte. Und diesen verwandelte Elmasi auch selbst. Wesentlich verdienter war dann 5 Minuten später der Treffer zum 2:0. Ein weiten, langen Einwurf von Radik verlängerte Ruf mit dem Kopf und Elmasi ließ den Ball über den Hinterkopf glitschen. Nicht ganz so glücklich in dieser Situation war SG-Torhüter Martin. Elmasi war nach seinen ersten beiden Treffern aber noch nicht satt und schloss in der 91. Minute einen gefährlichen Konter mit einem schönen Lupfer zum 3:0 für die Eintracht 04 Edertal ab. Ein verdienter, jedoch vielleicht ein etwas zu hoher Sieg, ähnlich wie bei dem Frauenfinale. Den Siegern war es egal, denn nur wer den Pott gewinnt, kann sich zu Recht die Nummer 1 in Waldeck nennen.